Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Knirps TV. Ich heiße Nico, ja, die meisten wissen es ja mittlerweile. Und ja, heute geht es wieder um meine Zeitfresserliste im August. Was habe ich im August so gespielt? Das Ganze in einer kleinen Rangliste verpackt mit den Stunden dabei. Ja, so viel ist nicht bei rumgekommen jetzt im August. Man kennt es von mir, ich bin nicht so der riesengroße Zocker. Natürlich spiele ich ab und zu mal was, aber bei mir ist das alles in kleinem Maße. Ihr werdet sehen, seid gespannt, was ich diesen Monat so, letzten Monat so gespielt habe. Let's go! Erstmal gibt es immer, wie immer, ein gediegenes Käffchen. Aus einer Algetasse, habe ich mir irgendwann mal damals mal gekauft. Als man es halt kaufen konnte. Das glaube ich auch schon dreiviertel Jahr her oder so. Oh, Mann, ich muss so heiß, Mann. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, wir fangen an hier mit meiner Zeitfresserliste im August. Das Ganze erscheint bei mir jeden Monat. Es gibt auch, glaube ich, jetzt schon 3 Videos. Von 3 Monaten habe ich das Ganze jetzt schon gemacht. Und ja, im August habe ich gespielt 6 Spiele. Ja, 6 an der Zahl. Also die haben es jetzt auf jeden Fall hier in meiner Liste mit geschafft. So, fangen wir an. Auf Platz Nummer 6 ist, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, in einem First Look hier von mir auf meinem Kanal, ja, E.T. für die PlayStation 1. Ja, wo haben wir es denn? Mensch, heute bin ich ja ganz unvorbereitet. Was ist denn, meinen Gedanken bin ich heute ganz woanders irgendwie. So, E.T., der Außerirdische. In etwa eine Stunde, ja, das, was ich halt dann im First Look in meinem Video gespielt habe, das war auch das Einzige. Ich habe es dann tatsächlich doch nicht mehr weiter gespielt, wie eigentlich geplant. Ja, ich habe dann tatsächlich auch die PlayStation 1 Konsole wieder weggeräumt. Hatte dann irgendwie, die stand hier zwar noch gute 2 Wochen, dann dachte ich, ah nee, irgendwie jetzt doch keine Lust mehr drauf. Ja, deswegen habe ich das dann nicht mehr weiter gespielt. Ich werde es dann wahrscheinlich auch verkaufen, das Spiel. Ich weiß nicht, wie viel es wert ist oder so, aber Sachen, wo ich weiß, ach, die werde ich eh nicht mehr wirklich spielen, die können dann auch raus aus meiner Sammlung, ne? Möchte ich gar nicht hier stehen haben. Und ja, wie gesagt, eine Stunde gespielt, E.T., der Außerirdische, hier das 20. Jubiläum steht hier mit drauf, für die PlayStation 1. Falls ihr das noch nicht kennt, noch nicht gesehen habt, Gameplay gibt es, wie gesagt, auf meinem Kanal. First Look nennt sich das, in meinem Format. Ja, und das ist das, genau. So, auf Platz Nummer 5. Ja, ist ja auch ein First Look auf meinem Kanal. Habe ich auch ein bisschen gespielt. Ein bisschen über eine Stunde. Eine Stunde ein paar zerquetscht oder so. Und zwar Blackside, ja. Für die Xbox 360. Die einen oder anderen werden es auch schon gesehen haben auf meinem Kanal. Ist mein letztes First Look hier auf meinem Kanal. Habe ich auch mal getestet, ein bisschen angezockt. Habe ich aber bisher auch noch nicht weitergespielt als das, was man im Video sieht. Ne? Habe ich noch vor, ich möchte es gerne durchzocken. Ja, wenn ihr meine Meinung zu dem Spiel wissen wollt, dann schaltet gerne nochmal ein in dem Video. Ich kann es auch mal irgendwie verlinken oder nochmal hier oben anzeigen lassen. Mit dem i, wenn ich es nicht vergesse. Könnt ihr draufklicken, euch nochmal ein bisschen dazu Gameplay dazu angucken. Ja, Blackside, bisschen über eine Stunde gespielt. Jetzt im August. Ja, mehr ist da halt nicht gewesen. Das war so eine kleine Spielsession. Und dann war es das eigentlich. Ne? Wie gesagt, ich möchte es noch weiter spielen, aber habe ich bisher noch nicht getan. So. Mal gucken. Komisch, dass ich das im August noch gespielt habe, jetzt das folgende Spiel. Das kommt mir schon viel länger vor. Weiß ich nicht. Komisch. Okay, auf Platz. Ja, wo habe ich das denn liegen? Das müsste ich doch auch hier haben, Mensch. Ah. So. Ja, auf Platz Nummer 4 ist mit etwa 2,5 Stunden. Ja, nochmal ein Spiel, tatsächlich nochmal Crash Team Racing, Nitro Fuel, hier auf der PlayStation 4. Das habe ich tatsächlich nochmal in meinem Stream gespielt, bei Twitch. Ist auch unten verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da ein Follow da lassen bei Twitch, wenn ihr, ja, mir da mal ein bisschen zuschauen wollt bei diversen Games. Ja, habe ich tatsächlich Anfang des Monats, also Anfang August nochmal ein bisschen gespielt. Aus folgendem Grund, weil einfach mein PlayStation Plus Abo fast abgelaufen war. Ich glaube, am 3. August ist das, glaube ich, abgelaufen. Oder am 5. August. Und ich dachte mir, hey, komm, weil man ja hierfür, um es online spielen zu können, gegen andere Online-Gegner, braucht man ja PlayStation Plus-Abo. Bevor es abläuft, dachte ich mir, komm, gehe ich nochmal rein, spiele nochmal ein bisschen. Hat tatsächlich auch Spaß gemacht.
Hab dann irgendwie ein bisschen bereut, dass ich es vorher nicht nochmal ein bisschen gespielt habe, weil in den 3 Monaten, ich hatte den PlayStation Plus Abo für 3 Monate abgeschlossen, in den 3 Monaten habe ich das gerade mal 2-mal gespielt, an 2 Abenden so ein bisschen. War total herausgeschmissenes Geld. Hat mich dann richtig geärgert, weil am Ende hat das wirklich doch nochmal richtig Spaß gemacht, wo ich dachte, ach schade, ich hätte es doch gerne noch ein bisschen länger gespielt. Ja, richtig dumm. Aber jetzt werde ich mir dann nicht nochmal PlayStation Plus Abo kaufen, weil das schon relativ teuer ist. Ich habe für die 3 Monate schlappe 25 Euro bezahlt. Und nee, also ich kann auch kein Geld scheißen. Ich weiß nicht, wie handhabt ihr das so bei solchen Abos? Also da überlegt man wirklich 2-mal, ne? Und für mich war es wirklich eigentlich herausgeschmissenes Geld. Hat sich nicht gelohnt, weil ich es auch wirklich halt nur dafür genutzt habe, ne? Ja, dämlich eigentlich. Ja, deswegen hier Crash Team Racing circa 2,5 Stunden gespielt im August, ja? So, machen wir weiter. Auf Platz Nummer 3 ist hier im August bei mir Paladins, ja? Ihr habt es schon mal gesehen. Ich glaube, zu Anfang meiner Zeitfresserlisten hier, da hatte ich das auch mal ein bisschen gespielt, mit meinem Vater auch teilweise zusammen. Ich habe jetzt vor, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube erst vor 4 oder 5 Tagen, habe ich mal in meinem Stream mal wieder Paladins gespielt. Und zwar nicht auf dem Computer, wie ich sonst immer früher gemacht habe, sondern ich habe es mir wirklich mal auf der PlayStation 4 runtergeladen, dachte mir, hey, komm, weil dann kann ich es nämlich auch streamen, weil wenn ich an meinem PC was streame, was spiele, dann kann ich nicht gleichzeitig streamen, weil mein alte Möhre an PC das nicht mehr packt so wirklich. Dann ruckelt alles und alles scheiße. Deswegen dachte ich mir, hey, ich möchte es schon gerne mal wieder spielen, aber auch streamen. Dann würde es ja Sinn ergeben, wenn ich es von der PlayStation spiele, ne? Habe ich dann auch getan, ja. Sage und schreibe 3 Stunden ab, dann haben wieder ein bisschen gespielt. War erst, wie gesagt, vor 3-4 Tagen. Hat wirklich tatsächlich mal richtig wieder Bock gemacht, ja. Werde ich auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich im September auch noch häufiger wieder spielen. Werdet ihr also dann wahrscheinlich auf der nächsten Liste auch wieder mit dabei sehen. Ja, Paladins, wer es nicht kennt, ist halt so ein ja, Overwatch-Klon, kann man so sagen. Ja. Wo man sich halt im Team, ich glaube, 5 gegen 5 duelliert mit verschiedenen ja, Charakteren, die man sich da auswählen kann. Die haben dann eben verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Waffen und hast du nicht gesehen. Und so versucht man sich da eben gegenseitig Platz zu machen. In so einer kleinen Map, in so einer kleinen Arena sozusagen. Ja. Und ja, ist eigentlich ganz spaßig. Mir macht es immer wieder Spaß, wenn ich mal wieder reinschlüpfe. Ja. So lange, bis ich dann irgendwann die Lust verliere. Und dann spiele ich es wieder ein halbes Jahr gar nicht. Und dann denke ich mir irgendwann, oh, jetzt hätte ich doch mal wieder Lust. Und dann geht man mal wieder rein für ein paar Stündchen. Und macht dann auch einfach wieder richtig Bock. Ne? So ist es bei mir halt immer. Ja, deswegen hier 3 Stunden Paladins gespielt im August. Ja. Oh. So Leute, ihr wartet wahrscheinlich schon gierig darauf, auf welchem Platz Fortnite sein wird. Ja. Ist es wieder Platz 1? Und nein, ist es diesmal nicht. Fortnite ist hier auf meinem 2. Platz diesmal. Ja, mit schlappen 12 Stunden. Ich weiß nicht, an wie viel Sessions ich das gespielt habe, wahrscheinlich so über 3-4 Tage mal so ein bisschen. Muss aber auch so zu Anfang des Monats gewesen sein, weil ich es jetzt gefühlt eigentlich schon länger nicht mehr gespielt habe. Fortnite. Ja, 12 Stunden habe ich es gespielt im August circa. Ja, wie das immer so Pi mal Daumen, ne? Habe ich mir das immer so ein bisschen notiert. Ja, 12 Stunden Fortnite. Ich glaube, ich muss nicht mehr großartig was dazu erwähnen. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr spielen, wenn die neue Season dort beginnt. Das ist tatsächlich im September passiert das nämlich jetzt sogar. Ich glaube, Mitte September startet die neue Fortnite-Season. Da wird man bestimmt am Anfang mal reingucken, weil man erwartet ja immer so eine tolle Änderung. Dann schaut man mal, man erkundet mal ein bisschen, vielleicht gibt es da neue Orte und so. Ja, und nach 1-2 Tagen ist das Ganze dann wieder out. Hat man dann wieder keine Lust mehr, weil man wieder alles Neues gesehen hat und dann ist gut, ne? Ja, also seid gespannt hier auf meinen September, ne? Bei meiner Zeitfresserliste. Schaut da gerne wieder rein. Und ja, mein Platz Nummer 1. Was habe ich jetzt am meisten gespielt im August, ja? Wer die Videos schon länger vor mir verfolgt, der wird es vielleicht schon erahnen und wissen können. Und zwar Multiversus, ja. Diesen Brawler. Oh, Junge, scheiß Fliege hier. Geht mir auf den Sack. Ja, so ein Brawler. So ein kleiner Smash Brothers Klon, kann man so sagen. Aber mit Warner Brothers Charakteren. Zum Beispiel Batman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Tom und Jerry und so weiter und so fort. Ne? Alles so Warner Bros. Lizenzen. In dieses Spiel geschmissen, mit denen man sich dann da gegenseitig verprügeln kann. Ne? Habe ich jetzt die letzten Tage auch noch vermehrt wieder im Stream, in meinem Stream gespielt. Ja? Macht immer wieder Bock mal. Für so ein paar Runden, ich glaube zuletzt hatte ich sogar so eine 5-Stunden-Session mal durchgezogen. Das war erst vorgestern, ja, vor 2 Tagen. Da hatte ich da wirklich mal in meinem Stream einfach mal 5 Stunden das durchgezockt. Das Coole ist halt über den Stream, dann kommen mal Leute rein.
fragen, ob sie mitspielen können. Dann spielt man entweder gegeneinander oder mal zusammen im Team, irgendwie gegen andere zwei. Und das fetzt dann schon, ne? Macht dann schon Bock. Ja, wenn man auch mal ein paar Zuschauer mit da am Start hat. Ja, aber auch so alleine mal so ein bisschen, mal so ein, zwei Stunden kann man das auch immer mal spielen. Wenn man sich dann mit so einer Art Spiel identifizieren kann, ne? Einfach simples Spielprinzip, nimmst einen Charakter und steigst in eine Map da ein und haust deinen Gegner halt kaputt, ne? Und versuchst ihn von der Plattform runterzuschmeißen. Ja, relativ simpel, mir macht Spaß und ich werde es auch noch weiterspielen. Ja, ist ja tatsächlich noch alles im Aufbau, das Spiel. Das Spiel beginnt ja gerade erst sozusagen, das wird ja erst gerade aufgebaut. Da kommen noch etliche Charaktere dazu. Auf dem Cover von Multiverse ist schon angekündigt, dass da Gremlins damit zukommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Gremlins feiere ich ja eigentlich schon sehr. Und unter anderem ist zum Beispiel auch Harry Potter, ist ja auch von Warner, ne? Vielleicht passiert da noch irgendwas in die Richtung. Ein paar Harry Potter Charaktere wäre ja auch ein bisschen interessant und ulkig. Ja. Ja, das auf jeden Fall dazu. Gespielt habe ich schlappe 16,5 Stunden. Ja, ein bisschen mehr als Fortnite. Deswegen hier mein Platz im August in meiner Zeitfresserliste. Ja, August 2022. Ja, ihr seht schon, relativ wenig gespielt von den Stundenanzahl her, ne? Ich habe halt mal solche und solche Monate, wo ich dann mehr und weniger spiele, ne? Und wie den einen oder anderen jetzt natürlich aufgefallen wird, hey, was ist eigentlich mit meinem Projekt Let's Play von A bis Z? Da könnt ihr, wer es noch nicht kennt, schaut gerne mal in meinem Kanal vorbei. Da startet auch ein neues Format, Let's Play von A bis Z. Da wurden ja schon Spiele genannt und ausgewählt, ja? Den einen oder anderen wird jetzt vielleicht aufgefallen sein, dass da ja noch gar nichts dabei ist. Habe ich da noch gar nichts von gespielt? Ja, richtig. Ich habe davon nämlich noch nichts gespielt. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, da was von zu spielen, durchzuspielen, ja. Ihr werdet es dann im Video erfahren, bei meinem Let's Play, A bis Z. Das kommt ja jetzt dann bald am 15. raus. Seid da auch gespannt, ne? Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, das war's hier mit dem Video. Wieder mal kurz und knackig. Ihr habt gesehen, was ich jetzt gezockt habe im August. Schreibt mir gerne, was ihr so gespielt habt. Wovon ihr gerade aktuell sehr begeistert seid. Gibt es da irgendwas Neues? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann sehe ich auch, oh cool, das ist cool, das kenne ich noch gar nicht. Könnt man auch mal reingucken. Ja? Schreibt mir eure Erfahrungen jetzt hier. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hier im nächsten Video. Ne? Haut rein, bis dann und ciao.